So. Jetzt wäre ich auch nicht böse, wenn es wieder Munition gäbe. Ich wette, es kommt irgendwann eine Stelle in dem Spiel, da findest du auf einen Schlag ganz, 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 ganz tierisch viel Munition. Und dann weißt du plötzlich, das ist das Hindernis. Ja, ich ziehe mich mal wieder zurück. Scheinen auf jeden Fall mehr Gegner zu sein. Die Musik hört auf jeden Fall nicht auf. Es ist jetzt ein bisschen Quatsch, hier die Dinger alle zu zerlegen. Ich habe leider immer wieder doch die Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwo ein Item drin ist. Ja, immerhin gibt es in dem Spiel ja Sachen, die man irgendwo finden kann, aber nicht finden muss. Deswegen suche ich insbesondere dann natürlich auch gerne Kisten. Ich bilde mir ein, ich muss da lang. Ich will da aber nicht lang. Ich will erstmal gucken. Ob hier noch irgendwas geht. Nee, eigentlich gar nicht, ne? Also wirklich gar nicht. Nee, na gut, also scheint es da lang zu gehen. Gesehen habe ich hier jetzt mal nichts mehr. Wobei ja wirklich kleinste Artefakte hier rumliegen können. Ich sehe nur diesen merkwürdigen... Wie heißt die Frau nochmal? Schlüsselanhänger da von der Dame. Die hier in kunterbunter Kleidung auf dieser gefährlichen Insel rumhüpft. Unsere Aufgabe ist es wahrscheinlich, sie und noch unsere Kollegin vom Anfang zu retten. Die haben wir jetzt auch die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Macht das nicht. Soll mir das was sagen? So stehen da so viele Käfige rum. Moment, jetzt wechseln wir erstmal wieder auf Schusswaffe. Ich wäre untröstlich, wenn ich jetzt gleich in ein Feuergefecht käme mit einem Messer. Gehen erstmal da hoch. Da sieht es nämlich ruhig aus. Hier, ich habe gedacht, hier liegt was, aber da ist nicht. Hat gedauert ein bisschen, ne? Ich habe jetzt aber auch nicht die geilste Deckung gehabt, muss man dazu sagen. Aber nochmal Leute hier? Nee. Okay. Okay. Ich soll da auch nicht wirklich dahin zu den Leuten, habe ich den Eindruck, ne? Nee. Würde aber gern. Ich hätte es, mir wäre es echt lieber und ich fände es schöner und realistischer, wenn die Munition fallen lassen würden, so wie es in jedem Ballerspiel halt so ist. Also nicht, dass da... Oh, lauter Leichensäcke. Nicht, dass da die Munition fallen lassen Situation sehr realistisch wäre.
aber es ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle, oder? Moment. Hä? Ja, was ist mit dir? Ach, kann ich gar nicht. Also, ich sag jetzt mal so: Bevor der mir nachher in den Rücken fällt, hätte ich ihn lieber jetzt erledigt. Das muss ich halt einfach mal so sagen, nicht? Ich gehe jetzt bewusst hier runter. Ich will erstmal wirklich die Lage hier checken bezüglich Munition. Und natürlich auch irgendwelche Gegenstände interessanter Herkunft oder interessanter Bedeutung. Sowas zum Beispiel. Oh. Ja. Cool. Nein? Nein? Nee, ich muss auch generell woanders hin. Cool, das gefällt mir. Ich muss mal gucken, damit komme ich da nicht hin. Lalalala. Ich muss raus. Muss ich da rein? Nee. Ich muss. Dahin. Nein, zurück. Geil. Ach, ist das schön. Nein. Was ist das? Ein verschimmelter Stein. Der muss unheimlich wertvoll sein. Okay. Das hat Spaß gemacht. Finde ich cool. Ich habe gelesen, dass es eine Reihe von kniffligen Rätseln gibt in dem Spiel. Also das war jetzt das zweite, würde ich mal behaupten. Das andere war ja vorher in dem abgestürzten Dingensbummens da mit der, mit dem Würfel, wo man das, den man drehen musste. Das war eigentlich auch sehr cool, finde ich. Also auf jeden Fall mal was anderes. Das ist nicht so ein Standardrätsel, wie es häufig vorkommt. Irgendwie hier mit passendem Schlüssel finden oder was weiß ich, irgendein Bild zusammenfügen und so ein Scheiß. Sondern das finde ich eigentlich ganz cool. Und das lockert auch die Atmosphäre im Großen und Ganzen so ein bisschen auf von dem Spiel. Ich bin der Meinung, ich muss da jetzt nach, also ohne jeden Zweifel hoch. Die Leiter mache ich runter, weil ich gehe davon aus, ich muss vielleicht nachher wieder hier hoch. Oder aber die Leute wollen zu mir kommen, ne? Das wollen wir denen ja auch nicht verbieten. Geht's jetzt? Nee. Schade. Also immer noch hier. Ich gehe jetzt erstmal nach da. Ja, genau. Oh, das hören wir uns an. The Twin Fish Jade. I know what they're looking for now. They are looking for the Twin Fish Jade. Of all the things, I recall one specific reference to it in a burial manifest from around 94 or 95, listing the contents of a tomb dating from the Ying Dynasty era. Strange thing was, the only item that was missing when they opened the tomb was the Twin Fish Jade. There was no evidence of any previous attempts at looting. The case wasn't resolved, and hasn't been to this day. There are many cultural relics on the island. Shikor are indifferent, which suggests their motives are not financial, nor archaeological. I probed the mercenaries regarding the Twin Fish Jade, but it seems they are in the dark as well. I daren't ask that strange Shikor fellow directly what they want with it, but it seems far from obvious to me at the moment. I vaguely recall some mention of the jade in relation to the Emperor Shi of the Ying Dynasty and his quest for immortality. Fairy tale stuff and nonsense. What could Shikor want with such a thing? There is more going on here than they're letting on. What is
my role in all of this. If I find the twin fish jade, I will not let them have it. It belongs in a museum, a part of history that should be shared with the world. After all, what's the worst that they can do to me? Still, I should be careful. I shall find it first, if it really is here on this island, and worry about what to do after that. Or what have I gotten myself into? Zhu Zhuiyin, December 24th, 2017. Okay. Also dieser Jadestein scheint da recht. Warum ist das jetzt weg? Nee. Der taucht immer wieder hier auf. Hä? Das ist interessant. Hä? Hä? Muss ich den mit links nehmen? Was ist das? Was ist mit meinem... Ach. Jetzt mal ernsthaft. Was soll ich? Der taucht immer wieder auf. Ich... Das ist äußerst merkwürdig. Vielleicht muss ich den irgendwohin mitnehmen. Hä? Jetzt ist der weg. Hä? Ist er jetzt wieder da? Ja. Also, kann ich jetzt nichts machen. Ich wüsste nicht was. Ganz ehrlich. Vielleicht kann ich den irgendwo einsetzen? Völliger Quatsch, natürlich. Den lässt er auch automatisch wieder fallen nach einer Zeit, also... Kann ich den essen? Keine Ahnung, also... Ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein kleiner Fehler im Spiel ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass das verschwinden soll, das Bärchen. Alles klar. Oh, hier steht was. Wichtig. Auf Anweisung der Dorfführung sind alle Expeditionsmitglieder auf der... Moment, ich muss etwas schärfer machen hier. Naja, auf der Yingsu-Insel dazu angewiesen, den Zwillingsfisch-Jadestein um jeden Preis zu lokalisieren. Team Alpha untersucht unter Leitung von Professor Su Suin alle Ruinen auf der Insel sowie sämtliche Wracks. Team Bravo dringt dagegen mittels Tunnelbohrung in die unterirdischen Grabmäler vor. Nachdem ein Ort vollständig abgesucht wurde, wird er mittels der Sprengladung vernichtet. Hinterlassen Sie keine Spuren. Zwillingsfisch, Jadestein, Yingsu-Insel, Bergungsteam. Also dieser Stein ist sehr wichtig, habe ich den Eindruck. Und ich habe auch den Eindruck, dass es demnächst mit Viehzeug losgeht hier. So. Diese Kamera zeigt immer noch eine geschlossene Tür. Ich habe sie aber gerade... Moment. Ist auf der anderen Seite nochmal eine. Nee. Nö, nee, scheint alles zu sein. Geh ich mal runter. Ja, Leute, wie stellt ihr euch das vor?
Wie soll ich denn da runterklettern? Ich kann nicht noch weiter runter als auf dem Fußboden. Ah ja. Alles klar. So, jetzt müssen wir nach Munition gucken hier. Beziehungsweise nicht nach Munition, aber dass ich zumindest mal eine geladene Waffe bei mir trage. Jetzt geht es dann. Also, ich will jetzt noch nichts mit Sicherheit sagen, aber ich schätze, es wird demnächst mit Viehzeug losgehen. Die werden dann hoffentlich vielleicht auch nicht ganz so schwer zu töten sein. Ja, das wäre mit dem Aim-Controller tatsächlich noch ein kleines bisschen realistischer. Aber aha, aber ich glaube kein Muss. Also es ist kein Muss, definitiv. Es funktioniert so sehr gut, muss ich sagen. Man hätte halt mit dem Aim-Controller, sage ich mal, dann noch diesen festen Fixierpunkt der Hände. Das heißt, man hätte nicht dieses, dass man doch irgendwie... What is that noise? Aha, dass man so Dinge hier tun kann. Und das extra wegen dem Spiel jetzt einen Aim-Controller kaufen würde ich auch nicht. Ich bilde mir ein, da könnte gleich jemand kommen. Bin jetzt auch schon mehrere Stunden am Spiel hier und habe mich auch tatsächlich immer noch nicht so wirklich an die Steuerung gewöhnt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich frage mich, ob es da unten irgendwie lang geht. Bevor ich jetzt hier da hineingehe ins nächste Desaster. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass da unten was ist. Aha, wieder Minenfelder. Gar nicht übel hier, gar nicht übel. Das wird jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen arg eng. Und springen kann ich meines Wissens auch nicht. Hier könnte ich rüber. Ich könnte mal gucken, was da ist. Also das ist mit Sicherheit nichts Schlimmes. Oder? Ich falle hier 100 Pro falle ich hier runter. Ist da was? Nee. Ist mir zu riskant. Weiß nicht. Vielleicht wird da später noch irgendwas weggesprengt und ich muss dann hier lang laufen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Generell muss ich an dieser Stelle auch wieder bemerken, dass das... Hallo. Dass das Spiel, abgesehen von den hin und wieder auftauchenden Schusswechseln... You're kidding me. Where did that come from? Hallo. Abgesehen von den hin und wieder auftretenden Schusssequenzen und Schusswechseln, eigentlich ein recht ruhiges ist, ne? Es wird auf Schreckeffekte eigentlich weitestgehend verzichtet. Also ich habe es jetzt zumindest noch nicht großartig irgendwelche Jumpscares oder so gemerkt, oder? Was? Oh. Ich gehe mal lieber weg. Ja, ich lasse das Viech die Leute jetzt mal erledigen, dann habe ich die nicht selber am Hals. Ich kann auch gerade nicht schießen oder so, also. Aha. Ich kann auch mein Menü nicht aufrufen. Wirbelt da mal eben Flugzeuge durch die Kante oder Teile von Flugzeugen. Ich bilde mir aber auch ein, ich muss jetzt hier weg. Ja, Mann! Ja, Mann. Oh, ist überhitzt. Das ist ja scheiße. Aus. Ich bin John Rambo. Oh. Autsche. Also, das war jetzt schon mal eine gute Übung. Das ist ja geil, das ist auch ein zweites. Wie oft muss ich das machen? Ich bin tot. Wer hätte das gedacht? Aber geil. Ist das geil oder ist das geil? Das ist ja geil.